Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Halo 3 von Halo, der Master Chief Collector's Edition. Wir hören hier gerade mal ein bisschen zu. Okay, das war's schon. Sprich, wir müssen jetzt einfach nur da rein und uns vorkämpfen. So, wie sind wir denn bewaffnet? Ja, hier nur eine Pistole. Aber noch eine zweite. Also nicht wirklich ausreichend, würde ich mal sagen. Ja, ich mache ja schon auf. Mal ein bisschen in Deckung. Da oben sind sie irgendwo. Hier müssen wir doch irgendwo die Tür aufmachen, ne? Genau. Ich hab schon. So, da ist ja noch einer. Sparen wir noch ein bisschen Munition. So, das war's schon, wie es aussieht. Das ging ja recht zügig. Nee, da sind ja noch ein paar mehr. Gar nicht gesehen. Sag mal. Das geht mir zu schnell. Ich mach mal kurz hier ein bisschen Ton bei mir. So. Haben sie irgendwo was Schönes liegen lassen? Sieht wohl nicht danach aus. Okay, dann machen wir jetzt mal hier die Tür auf. Hier liegt auch ein Toter. Das war doch ein bisschen heftig. Okay, ich muss in Deckung, geht mir aus der Sonne. Hier lag doch gerade irgendwo eine geile Waffe. Oder war die jetzt? Komm mal her. Klare Sache, Chief. Danke. Damit kann man doch wenigstens arbeiten hier. So. Jetzt können wir hier auch mal ein bisschen nach vorne stürmen. Ganz easy. Naja, ein bisschen war schon knapp. Muss ich ja zugeben. Wir müssen jetzt hier die Tür aufmachen und schnappen uns mal einen von denen hier. Lagebericht, Commander. Die atmosphärischen Störungen über dem Artefakt werden stärker, Admiral. Was ist mit Sierra Azra 7? Bewegt sich mit höchster Geschwindigkeit, Sir. Ich weiß, er wird es schaffen. Oh, was ich hier gerade versuche, ist erstmal den Schützen da runter zu kriegen, damit wir da direkt drauf können. Hat aber nicht geklappt. Okay. Müssen wir anders vorgehen. Schade eigentlich. Müssen wir erstmal die hier platt machen. Ziemlich nerviges Volk. Okay, der ist weg. Ja, komm. Der wollte sich wahrscheinlich nur einmal regenerieren. Wir müssen uns beeilen, Sir. Der Admiral wartet, dass wir die Luftabwehr ausschalten. Ja, ich bin dran. Zur Hölle, ja! Boom! Ging ja doch ganz gut. Okay, jetzt haben wir nur noch einen vor uns.
Das heißt, wir müssen da hoch. Am besten den dann platt machen. Jetzt haut der ab, oder was? Zerstört man so. Geht natürlich auch, dauert nur ein paar Sekunden länger. Sonst kommen wir da nicht mehr hoch, glaube ich. Nee, machen wir doch den alten Weg. Kommen wir da so ran? Ja, super, kann man von hinten reinschubsen. Okay, dann können wir jetzt da reingehen. Aber das ist hier Schrott, oder? Fährt der noch? Nee, der fährt noch. Perfekto. Wenn wir hier mal ein bisschen direkt mit aufräumen. Von wo? Ja. Ich bin ja dran. Hier oben mal direkt ein bisschen aufzuräumen. Um Platz zu schaffen. Ah, einer lebt noch irgendwo. Da. Das kann nicht alles sein. Das war doch nicht alles. Oh ja. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier lang gehen. Ah, hier ist auch eine Tür. Perfekt. Hier von hinten ein bisschen aufräumen. So, einer weniger. Jetzt kurz warten. Dass wir wieder aufgeladen sind und jetzt wieder hoch. Oh, Alter, der hat aber auch eine Schusspower. Übertrieben. Jawohl. Beeilung, bevor welche von der Allianz auftauchen. Ja, ja, ich bin ja durch hier. Jetzt habe ich auch eine schöne große Waffe. Wir haben jetzt nur noch unsere letzten Magazine, Sir. Die letzten hätten uns beinahe erwischt. Oh, das tut mir leid. Und da irgendwo leben auch noch welche. Ich hab da rote Punkte. Über uns ist ein Phantom. Boah, durch diese. Ah, ich hasse. Boah. Kurz mal hier abwarten. Wo haben wir sie noch? Ist noch mehr. Wow. Wie krank die sind. Das ist keine Chance gegen, ne? Du musst hier alle nur einmal anditschen, das reicht ja schon. Aber das erstmal schaffen, ist gar nicht so einfach. Okay, jetzt scheinen sie aber durch zu sein. Meine Leute alle tot. Was haben wir denn da? Nee, komm, wir behalten die hier. Ach, da hinten stehen sie ja schon. Ich habe mich Göttern und Dämonen widersetzt. Ich widersetze mich allen. Ja, ich fahre. Dann gib mal Vollgas. Komm, schießen ab. Schieß. Okay, das war nicht gut. Und ich denke, da können wir jetzt hier auch eine Pause machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier in dieser brutalen Schlacht, die uns wahrscheinlich bevorsteht. Bis dahin, euer Pupin.